Start zu meiner neuen Videoreihe. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon nicht ins Disneyland können, spiele ich es doch einfach auf dem Computer. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Disneyland Adventures. Das gab es für die Xbox mit Kinetic, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich spiele es aber ohne Kinetic auf dem Computer. Und ich denke mir, es ist eine schöne Abwechslung, ein schöner Ersatz. Naja, man kann Disneyland nicht ersetzen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein schönes Spiel für zwischendurch, wenn man Disneyland Heimweh hat. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, also, einen Speicherplatz wählen. Natürlich nehmen wir Mickey. Ein neues Spiel starten. Ich bin sehr gespannt. Ja, neues Spiel starten. Ja, ich habe kurz gestern mal nur reingeschaut, um zu testen, wie das mit der Aufnahme funktioniert. Ich habe wirklich nur 2 Minuten oder so gespielt. Also, ich gehe wirklich blind an das Spiel ran, habe das noch nie vorher gespielt. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich auf Mickey und das Schloss und ja, was man dazu sagen muss, ist, dass das Spiel in Disneyland Anaheim spielt, aber der Aufbau ist sehr ähnlich. Außerdem heißt erhalte neue Magie, neue magische Gegenstände im Leben und finde alle Geheimnisse in einem Gebiet, in dem du magische Gegenstände auf alles Mögliche anwendest. Das wird aber ganz schön lang. Wenn ein neuer... Ah ja, da. Oh, Main Street. Und da ist das Schloss. In Disneyland Anaheim ist das Schloss ja relativ klein. Deswegen, wenn man am Anfang der Main Street steht, sieht man das Schloss gar nicht so sehr. Wie jetzt zum Beispiel in Disneyland Paris. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Schloss. Ja, oh. Ich vermisse mich Disneyland zu sehr. Und da ist Mickey. Hi, Mickey. Und da ist das Schloss. Oh. Los geht's! Ja, ich bin natürlich ein Mädchen. Ja. So, jetzt darf ich mir hier ein Gesicht auswählen. Die mit den Zopfen finde ich schon süß. Was sagt ihr? Ich denke schon. So, Stil. Was haben wir denn da? Ach so, die Haare. Die Haare. Ich finde die Zöpfe schon süß. Lassen wir das mal. Und die dunklen Haare rein. Gut. Oberteile, ich habe schon wieder was mit Disney, das finde ich schon süß, weil das hat den Mini-Touch. Ansonsten, ja, Mickey ist hier drauf, ich zeige euch mal, was es alles gibt. Den Winter haben wir nicht. Oh, das ist auch süß, mit als Mini-Maus. Ich glaube, ich behalte das mal. Und die Hose, warum hat die so eine komische Leggings an, also der Schwarz? Das weiß auch kein Mensch. Der Schwarz ist mir zu. Seht ihr das? Unter der Schwarz. Dann nehme ich hier die Hose. Ja, finde ich ganz süß. Ich hoffe, wir können hier irgendwann auch mal umstarten. Ja. Hallihallo! Ich bin Mickey Maus! Schön, dich zu treffen! Oh je! Ich hatte gehofft, heute die Autogramme von meinen Freunden zu bekommen. Aber ich war so beschäftigt mit der Bürgermeisterwahl von Toontown, dass ich keine Zeit hatte. Hey! Könntest du Donald fragen, ob er für mich dieses Buch unterschreibt? Das wäre echt nett! Also Autogramme ist ja ein Riesending in Disneyland. Zu sammeln von den Charakteren und das finde ich eine sehr, sehr süße Aufgabe jetzt. So, wir können auch noch ein bisschen... Ich würde gern mit dir reden! Ja, wir können jetzt noch ein bisschen mit Mickey interagieren. Gucken wir mal, was wir machen können. Ja! Ja! Ach, ein Tänzchen mit Mickey, ist das nicht schön? Sieh mal einer an! Oh, das war toll! Ja, finde ich auch. Würde ich auch gerne machen. Kann man noch machen? Oh, ein Autogramm von Mickey. Du möchtest mein Autogramm haben? Wow, welch eine Ehre! Oh, danke. Hier, bitteschön. Danke, dass du gefragt hast. Gerne. Und 1 von 6 Autogramm gesammelt. Haben wir ja schon. Na klar, das unterschreibe ich gerne. Oh, jetzt habe ich es nochmal auf. Oh, das haben wir auch nicht. Gleich die Aktion. Oh, ich wette, du kriegst jede Menge Autogramme, oder? Und dann haben wir noch eine Aktion. Oh. Oh, ja. Vielen Dank. Okay, bis dann. Danke, dass du mir Donalds Autogramm besorgt hast. Suchen wir mal Donald.
Wir sind jetzt hier entfernt. Wow, das ist aber ein sonniger Tag. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie dieser Lichtstrahl zeigt uns, glaube ich, den Weg zu Richtung Main Street. Hallo du. Hallo. Ich brauche auf jeden Fall Ohren irgendwann mal. Ohne Ohren geht ja gar nicht. Oh, ich hab den Main Street. Vergiss nicht, Donald, um ein Autogramm zu bitten. Der flippt aus. Ich lauf ja schon hin. Und hier auch vielleicht im Hintergrund die Main Street Musik ist auch. Hallo, ich bin Toiletta. Schön, dich zu treffen, Kleiner. Wow, ein Autogramm-Buch von Mickey. Ein Autogramm von mir? Aufgabe erfüllt. Oh, danke fürs Fragen. Hier, bitte sehr. Ich werde Bürgermeister von Tutan. Wie Donald. Bring mir mal bitte das Buch zurück. So, bring das Buch zu Mickey zurück, aber eine Umarmung hätte ich noch gerne. Oh, danke, meine Süße. So. Wiedersehen! Vergiss das Buch nicht! Ja. Oh yeah! Ich nehme an, das ist mein Regelmann-Schwimmer. Ja, ich würde auch gerne shoppen. Geht auf den Main Street. Du hast mich wieder zum Blitzern gebracht. Siehst du diesen Ball? Er zeigt an, wie viel Magie wir haben. Und was passiert, wenn er ganz oben ist? Kein Schimmer! Aber ich will hier sein, wenn es soweit ist. Okay, also der Balken oben, der jetzt weg ist, zeigt unsere Magie an. Und was passiert, wenn er kommt, ist ein bisschen nicht. So, dann gehen wir zurück zu Miki. Das will er dann ja nicht von uns. Guck mal, hallo Miki. Das ist gut von Donald. Spaß zu haben. Wow, du hast Donalds Autogramm. Vielen Autogramm. Dank. Dieses Autogrammbuch ist eigentlich gar nicht für mich. Es ist für Goofy. Oh. Er hätte so gern eine Autogrammsammlung und ich dachte, es wäre nett, ihm bei den ersten Schritten zu helfen. Könntest du ihm das Buch bringen? Ich finde uns echt hübsch. Ja, ich bringe Goofy gern das Buch. Und danke, dass du Goofy das Buch gegeben hast. Bis bald, ich hoffe ich. Ich habe es ihm noch nicht gegeben, aber gut. Tja, was, da was sind wir. Goofy? Ach, okay, also wieder zurück auf die Main Street. Ja, schön. Und sonnigen Tagen ist es immer am Schluss. Da kommen die Farben so schön zur Geltung. Hallo, Lust auf ein Abenteuer? Man kann schöne Fotos machen. Was ist das? Ach, da oben. Ich sehe ganz schön voll hier auf Main Street. Shops. Wir shoppen die. Ah, da ist Goofy. Hallo, Goofy. Na? Tachchen. Hallöchen, Fräulein. Hallo. Ich bin Goofy. Und du? Wow. Donald hat unterschrieben. Und oh, Mickey. Danke. Sollen wir ihm auch noch ein Autogramm fragen? Klar. Wenn ich wieder weiß, wie sich mein Name schreibt. Goofy, du Witzbold. Hier, bitte. Für dich unterschrieben. Dankeschön. Und ich hätte gerne noch eine Umarmung. Oh, oh Gott. Lebt auf den Arm. Und ein Küsschen. Donnerwetter. Oh, süß. Komm bald mal wieder. Ja, bestimmt. So, werfen wir einen Blick auf die Karte. Öffnen Sie einfach in... Oh, da ist sie. Halte die Hand über die Karte. Sie zeigt ganz Disneyland. Sieh sie dir an. Oh. Jetzt weiß ich, wie die Karte funktioniert. Sie hilft uns, Charakter, Attraktionen, Läden, alles, was wir wollen, zu finden. Oh. Außer Geheimnissen. Du hast eine große Auswahl. Wohin möchtest du zuerst? Hm. Ich kenne sie nicht. Peter Pan's Flight. Oh, kann man da draufklicken? Nee. Aber da haben wir Peter Pan's Flight, Captain Hook, Cinderella und Pinocchio. Und den Hutmacher. Ja. Aber ich laufe doch dahin. Wahrscheinlich.
Also könnte jetzt, ja. Ich brauche ja noch ein paar Autogramme für Sophie. Aber das bekomme ich ja noch nicht. Mickey muss nicht sprechen. Das sehe ich. Also das Spiel gibt einem schon Tipps, was man als nächstes machen muss. Es ist ja auch für Kinder ausgelegt. Aber ich finde es schon eine ganz süße Sache, das mal zu spielen. Wie gesagt, ich finde es wirklich schon sehr. Und das dann hier so mit der Musik über meinen Zug zu laufen, ist schon sehr toll. So, junge hallo Daumen, Mickey. Die Maus ist jetzt zu Hause. Ja, hallo. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine eigene magische Kamera. Wenn du willst, kannst du mal ein Foto von mir machen. Hier, ich posiere und du kannst mich knipsen, okay? Wie geht das? Falte meine Füße. Es ist Magie. Hallo Leute, schön euch zu sehen. Drücke R. Dann wird er gepasst und dann drücke er und dann ging es noch nicht zu öffnen und dann. Ich würde gern mehr über die lustigen Dinge hören, die du gemacht hast. Bitte, mein Foto. Oh ja, stellen wir uns so hin. Oh. Das ist ein tolles Bild. Das Schloss ist nicht ganz drauf. Also ist noch Luft so nach oben. In 0, nichts bist du aber ein Kameraprofi. Das ist ein Foto fürs Album. Ich habe dir für den Anfang ein paar Alben gegeben. Aber es gibt noch mehr. Vielleicht bekommen wir welche in den Läden. Sag mal, könntest du mir noch mal helfen? Ich mache ein Fotoalbum für Minnie, aber ich brauche noch Bilder von Goofy und Donald. Könntest du Goofy für mich suchen und fotografieren? Vielen Dank! Das sollte kein Problem sein. Bis dann! Und danke, dass du Goofy für mich fotografiert hast! So, also weißt du, Goofy lässt sich bestimmt gern fotografieren. Ich wollte laufen. Warum gehst du nicht zuerst zu ihm und dann zu Donald? Okay, meine Liebe? Bis ja, dann! Danke. Und danke, tschö, dass du Goofy für gleich mich fotografiert hast! Ja. Seid ihr alle bereit für eine Menge Spaß? Okay, dann wieder zu Goofy. Also man macht alles mit der Tastatur, aber das Foto macht man mit der Maus. Also wie gesagt, ich muss mit der Steuerung nicht mehr kommen. Das ist ein bisschen die Spiel. Nett, dich zu sehen! Ja, finde ich auch. Das ist so die typische Mainstream. Was ich auch gut finde, ist, es gibt keine Schlange bei den Charakteren. Hallo Goofy. Oh, ich posiere gern für ein Foto. Danke. Komm, wir posieren zusammen. Also, kann ich die Kamera mit drehen? Ich wollte die Kamera ein bisschen drehen. Ich muss mal testen, wie das geht. Aber es ist nicht schlecht. Donald hat seine Mütze auf dem Matterhorn verloren. Und ohne seinen Glückshut macht er keine Fotos. Oh. Wenn du ein Foto von ihm willst, musst du die Mütze finden. Und zwar schnell. Okay, das heißt, wir müssen zum Matterhorn. Viel Glück. Niemand findet Sachen so gut wie du. Niemand. Das ist witzig. Okay. Wir sehen uns in Toontown! Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo das Matterhorn ist. Das weiß ich leider nicht auswendig, weil es nicht in diesem Paris gibt, das Matterhorn. Aber wo ist denn das Matterhorn? Ist das hier? Nee, ich glaube nicht in. Nee, das ist Space Mountain. In Fantasyland war es aber auch nicht. Aber nur Peter Pan's Flight. Adventureland vielleicht? Nee. Wo ist denn das Matterhorn? Matterhorn? Big Thunder Mountain ist auf jeden Fall, ja. Und Woody. Haunted, oh, Haunted Mansion. Wo ist denn das Matterhorn? Winnie Pooh's Splash Mountain. Und das Toontown doch nicht. Main Street ist auch nicht das Matterhorn.
Ha, jetzt bin ich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ah, okay, Fantasy besteht aus mehreren Teilen. Ah, okay. Wieder ganz weit, was haben wir da? Ah, da ist das Matterhorn. Okay, dann müssen wir Richtung Fantasyland. Da ist auch ein Ausrufezeichen. Und ich könnte auch einfach diesen Pfeil hier, diesen Glitzer-Ding hier folgen. Aber das wäre ja dann zu einfach. So, dann laufen wir mal nach Fantasyland. Was ist das hier? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Dann suchen wir mal Donalds Mütze, sonst macht er ja kein Foto, der eitle Kerl hier. Okay, wenn du einen versteckten Mickey siehst, hol die Kamera raus. Ein versteckten Mickey. Ha, hier ist ein Mickey. Hab ich mitgemacht. Also die Stimme ist noch nicht so gut. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Okay, keine Ahnung. Das mit den Fotos ist noch nicht so gut. Übungssache. Naja, dann laufen wir weiter zum Machen. Ihr könnt mir unten mal kommentieren, ob ihr das schon gespielt habt, das Spiel. Drücke L und Drücke zu machen. Ist hier irgendwo ein Hidden Mickey oder was? Wenn ihr irgendwie Hidden Mickeys seht auf dem Weg, wenn ich die übersehe oder hier lang. Ach da! Lang laufe, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Drücke doch. Hat funktioniert, habe ich gefunden. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas seht, was ich übersehe, könnt ihr es mir gerne nach unten in die Kommentare schreiben. 23 versteckte Mikis. Oh Gott. Könnt ihr mir gerne unten kommentieren. So, dann da ist das Matterhorn. Müssen wir jetzt mit der Attraktion fahren. So wie dick das Pizza ist. Gerade eben war die Tiger-Katze. Oh, da ist das Biest. Ich mag Kinder. Aber ob sie mich auch mögen? Oh. Wie schön, dich zu sehen. Oh. Wenn Belle sich doch nur in... Bonjour, Mademoiselle. Ich hoffe, mein Aussehen erschreckt dich nicht. Oh Gott, ich bin gerade... Danke, dass du mich besuchst. Oh, hallo. Ich bin stolz auf dich. Oh. Noch mit ihm machen. Tanzen. Ich tanze gern mit Belle. Und du? Oh, mit der Musik. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Tränen in den Augen. Wir haben das richtige Buch noch nicht. Komm, wir können in einem der Läden hier magische Münzen gegen das Buch eintauschen. Also Autogramme kann ich von ihm noch nicht einholen. Oh. Ich habe das Biest einmal getroffen beim One Disney mit Belle. Aber das war nur so... Du hast mich glücklich gemacht. Tu mich auch. Es war nur so einmal, ich durfte hinlaufen, Foto machen. Ich mag keine Abschiede. Oh nein, du zuerst, bitte. Aber ich konnte nicht knuddeln oder so. Oder mit ihm interagieren. Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella. Meine Güte, falte mich und wirf mich weg. Siehst du das? Willst du es herausfinden? Was? Ich jetzt einmal Matterhorn? Oh. Bin ich aber gespannt. Oh Gott, was ist das denn? Ist das ein Mini-Game? Matterhorn, lehne dich mit A nach links oder mit D nach rechts. Hallo, nicht so schnell. Welches Kind kann denn so schnell lesen? Ich drücke E mit Vitis in der Linie.
Das ist voll kompliziert, um Sachen auszuweichen. Okay, wenn es dir im Weg ist, bin ich leer. Oh Gott. Das wird ein Desaster. Das sind ja so Minigames. Okay. Nein, ich bin versprochen. Achtung, Felsen! Und mach einen Bogen nach rechts und links. Okay. Ah! Mist! Immer rechts halten. Es gibt Dinge auf diesem Berg, denen du nicht begegnen willst. Immer rechts halten. Oh Gott. Oh, wow, halt, da kracht irgendwas. Oh, was war das? Habe ich Herzen oder? Gar nicht, einfach so. Oh, wow. Spring. Oh Gott, ist das kompliziert. Das ist richtig schwer. Das ist mein erstes Minigame. Oh nein! Das ist es einfach. Ich muss ihn jetzt rufen. Ich werde ihn auf die Stelle. Ich muss nichts werfen. Oh nein! Donnerwetter! Kannst du aber Bob fahren? Ja, danke. Ich bin mir sicher, dass Donalds Mütze hier irgendwo auf dem Berg ist. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen sie nur gleich. Ah! Geh weg, Yeti. Ich will ihn nicht abschießen. Das ist alles zu viel. Ah! Yeti, pass auf. Wo bist du? Ja, wo bist du? Mütze von Donald. Dort, da ist sie. Donalds Mütze. Oh. Versuch sie dir zu schnappen. Da. Ah! Donalds Mütze. Geschafft! Oh Mann! Donald wird sich sicher freuen! Oh. Danke! Ja, Donald freut mich, dass Donald sich freut, wenn ich mich. Vorsicht! Graf nicht in die Eiszapfen! Ja, so wie du, Profi! Ah! Du kannst es! Macht aber trotzdem irgendwie Spaß, auch wenn es ein Tales in dieses Game. Wo kommen die denn alle her? Nicht die Yetis ab, na! Ich sehe nichts. Meine Sicht ist eigentlich. Wo sind die Scheibenwischer? Ja, keine Leben, aber. Vorsicht da unten! Ja, für ganz viel Geld. Oh, Alter. Kannst du aber auch fahren? Hört das auch irgendwann auf? Also, hört das irgendwann am Ende? Donnerwetter, echt still hier. Ich hoffe, hier sind keine Yetis. Vorsicht, Lawine! Ist gefährlich hier. Okay. Hab nicht ganz die 5 Sterne erreicht, aber immerhin. Ich kann es ja irgendwann mal off-cam auch nochmal probieren. So. Zweites Kapitel wollen wir nicht machen, weil wir brauchen hier nur Donalds Mütze. Die werde ich jetzt. Ich glaube, die gebe ich im nächsten Part ab.
weil ich möchte die Party zwischen 20 und 30 Minuten halten, dass es nicht zu lang wird. Das heißt, Donalds Mütze gebe ich im nächsten Part ab. Und dann mache ich auch ein Foto mit ihm. Das war dann auch schon Part 1 von Disneyland Adventures. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Das Matterhorn! Genau. Also lasst mir gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns mal. Dann lasst mir gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns bei Tag 2 wieder. Bis dann.